freue mich voll, dass wir irgendwie uns heute treffen, weil ich gar nichts über Jugendhacks Geschichte weiß. Und ich bin ja erst 2019 dazugekommen, also ja auch relativ spät. Und da warst du, Maria, ja dann auch schon weg. Und deshalb glaube ich, dass es relativ viele gibt in der Community, die sich irgendwie auch so ein bisschen so wundern, so wie hat das irgendwie alles angefangen? Weil jetzt ist es so dieses Riesenprojekt. Man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass das mal so hier angefangen hat. Deshalb freue ich mich auch, dass wir irgendwie hier heute in dieser Location sind. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen den Jugendhackt-Blog gestalkt und deinen Abschiedsartikel gelesen. Und du hast Jugendhackt beschrieben als eine Idee, die auf der Straße lag und aufgesammelt gehörte. Also du bist ja die Gründerin von Jugendhackt. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen und wie hast du diese Idee, die auf der Straße lag, gefunden? Es gab einfach irgendwie damals viele gute Gründe, Jugendhackt aufzusammeln. Also ich habe bei der Open Knowledge Foundation Deutschland gearbeitet, in diesem technologischen, zivilgesellschaftlichen, progressiven Umfeld und als erstes gab es tatsächlich den Namen. Also wir haben für ein anderes Projekt einen Namen gesucht und Jugendhackt war so auf der Ausschlussliste dann und dann hatte ich aber sofort einen Gedanken dazu und das lag auch auf der Straße, weil im Chaos-Netzwerk es jetzt nicht so für mich als damals, auch nicht mehr sehr junge Person oder keine Ahnung, also jedenfalls war das für mich nicht so sichtbar, dass es so junge Strukturen gibt, an die man so einfach andocken kann. Das kam mir irgendwie vor, als müsste man irgendwie erst sehr viel wissen und sein. So, und das war ein weiteres Ding, warum das auf der Straße lag. Das gab es halt nicht. Und es gab irgendwie Jugend forscht und Jugend musiziert und so. Also dieses Ganze eher so, hochbildungsbürgerliche und irgendwie so dieses, ja, was gibt es denn eigentlich in der Subkultur an Jugendförderung? Das gab es nicht. Und es lag auch auf der Straße, weil mein Freund Softwareentwickler ist und ich durch diese private Beziehung gemerkt habe, dass das eine coole Idee gewesen wäre in seiner Jugend. So dieses Ganze, so der Kampf um Identität und die eigenen Fähigkeiten und dass das so dieses, ja, immer dieses Vorurteil mit dieser sozialen Inkompatibilität und irgendwie, ich kenne halt nur lustige, coole, interessante, schlaue Menschen, die sich mit Computern auskennen. Also dass das überhaupt nicht meine, dieses so Trockene ist irgendwie überhaupt nicht meine Blase. Und so kam so eins zum anderen. Das, was du sagst, dass du das von deinem Freund mitbekommen hast, das ist auch was, das ich auch so in meinem persönlichen Umfeld miterlebe. Meine Oma hat dann einmal so eine Abschlusspräsentation geguckt. Das war, glaube ich, von Jugendhackt. Ich glaube, das war Linz letztes Jahr. Und die war total aufgeregt und meinte dann so, vielleicht wenn sie das so gesehen hätte, als sie jung war, meinte sie, hätte sie sich vielleicht auch mehr dafür interessiert. Und meine Oma ist jetzt inzwischen auch Mitte 70 und deshalb freue ich mich total, dass es das jetzt gibt und dass so eine neue Generation ranwächst, für die es halt das in der Jugend gibt. Ja. Als ich 13 war, gab es so eine Zeit, jetzt rückblickend, so, da hätte ich alles werden können, da hätte ich alles sein können. So, das war irgendwie so eine Zeit, da hatte ich so alle Fenster offen und ich hätte auch anfangen können, mich für Physik und Chemie zu interessieren, wenn ich nicht so wirklich unterirdische Lehrerinnen und Lehrer in diesen Fächern gehabt hätte. Und jetzt hole ich das so nach, irgendwie über genau dieses private Umfeld, dass ich mir irgendwie, in interessante Gespräche über Physik mich wiederfinde, die ich halt damals nicht geführt habe, weil es mir einfach niemand interessant gemacht hat. So, es gab halt keinen Raum dafür. Und naja, das ist ja auch so dieses Alter, was Jugendhackt anspricht. Und das war einfach so, die Idee war so, einen Fast-Track zu haben. Ja. So, das ist das eine. Und das andere, das war so im Sommer 2013, dann kam dieses Video von Edward Snowden aus diesem Hotelzimmer. Und ich weiß halt noch, wie ich zu Hause im Bett lag und des Morgens das quasi mein Handy angeschaut habe und dachte, oh Gott, so, wir sind irgendwie mitten im Zeitgeist. So mit diesem
der hatte auch eine zutiefst informelle Bildung, möchte ich es mal nennen, so alles sich selber beigebracht und so das Weltbild beigebogen, würde ich sagen. Ja, voll gut, dass du das erwähnst. Ich greifst du sogar schon fast ein bisschen vor, darüber wollte ich auch noch mit euch reden, über so die Zeit damals, so wie das so war. Jetzt ist natürlich auch so mit letzten anderthalb Jahren, irgendwie mit der Pandemie, hat sich ja irgendwie auch viel verändert und viel ist online gegangen und muss man ja, das hat ja auch seine eigenen netzpolitischen Herausforderungen irgendwie, wenn sich das Leben so massiv irgendwie ins Online so verlagert. Aber damals, wie du es ja gesagt hast, war das ja wirklich einfach mit den Snowden-Leaks und so, war es ja einfach eine Zeit wahrscheinlich, wo man auch sich so dachte, so irgendwie, man muss was machen. Also man muss eine neue Generation von Jugendlichen irgendwie so erziehen, dass sie sich bewusst sind, was mit Daten passiert und gegen Überwachung und sowas. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach eine sehr andere Zeit war.